Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mir gedacht, weil wir die Tage über Thor 4 gesprochen haben und Christian Bale als Bösewicht, möchte ich gerne mal auf die Karriere dieses Mannes zurückgucken. Denn Christian Bale gehört zu meinen Lieblingsschauspielern. Der hat sich in den letzten Jahren irgendwie zu jemandem entwickelt, der gefühlt wie so ein Chamäleon in jede Rolle schlüpfen kann. Und Christian Bale ist schon ewig dabei. Dieser Mann hat festhalten 50 Filme auf seinem Buckel und macht das schon, seitdem er 10 Jahre alt ist. Und ich habe mir gedacht, ich möchte deshalb mal mit euch durch seine wichtigsten Filme gehen. Ich sage deshalb wichtigste, weil bei 50 Filmen, das ist fast nicht möglich, die alle zu erwähnen. Da war aber auch sehr viel Fernsehzeug dabei, kleinere Filme. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir die Filme raus, die besonders erwähnenswert sind, aber natürlich auch ein paar, die ganz schöner Quatsch sind. Wir machen es wie die letzten Male, auch wenn sich das hier so ein bisschen anbieten würde, das chronologisch zu machen, gehe ich wieder von seinem schlechtesten bis zum besten Film, weil sonst müsste ich hier an dieser Stelle mit meinem Lieblingsfilm von ihm anfangen oder so ein bisschen Quatsch. Also, kommt mit auf eine Reise durch die Geschichte von Christian Bales Karriere. Und wir fangen tatsächlich sehr früh in seiner Karriere an. Vorher hatte Christian Bale schon einige Filme auf dem Buckel, unter anderem Mio, mein Mio, eine Verfilmung von Astrid Lindgren. Und 1992, also im Alter von 18 Jahren, spielte er in einem Musical mit. Falls ihr also immer mal dachtet, ich möchte Christian Bale unbedingt mal singen hören, dann könnt ihr das in Newsies, die Zeitungsjungen. Das ist ein Disney-Film, in dem es um einen tatsächlichen Streik der Zeitungsjungen, den es 1899 gab, ging. Angeführt wird diese Gruppe von dem sehr, sehr jungen Christian Bale, der in diesem Film singt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oh Gott, ist das furchtbar, wenn diese Jungs anfangen zu singen. Die haben sich alle möglichen Leute rangeholt, die gerade so aus dem Stimmbruch raus sind. Und ich finde die Musiknummern schrecklich. Das tut mir ganz ehrlich leid. Ich weiß, Musik ist oft eine Geschmacksfrage, aber hier funktioniert das für mich gar nicht. Gebt ihr mal so einen kleinen Eindruck, wie das klingt, wenn Christian Bale singt. Even though we ain't got hats or badges, we're a union just by saying so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da einige von euch draußen gibt, die jetzt sagen so, oh, so schlecht ist das gar nicht, ich gucke mir den mal an. Leider gibt es den zum Beispiel auf Disney Plus nicht, den muss man entweder gesehen haben oder sich auf DVD holen. Aber wenn ihr mal in den Besitz dieser DVD kommt, dann schaut euch das Musical mit ihm an. Ich sag euch aber, so richtig doll ist das nicht. Seine Karriere als Kinderdarsteller, die lief aber so ein bisschen träge an. Erst mit American Psycho im Jahr 2000 hat er so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, aber auch da ist diese Karriere nicht durchgestartet. Was meiner Ansicht nach auch damit zu tun hatte, dass er immer mal wieder falsche Entscheidungen getroffen hat. Wie zum Beispiel bei Shaft zuzusagen. Shaft ist eigentlich die Rückkehr einer Kultfigur des Blaxploitation-Kinos, gespielt von Samuel L. Jackson, der hier einen Detektiv spielt, der ultra cool ist und sich auf jemanden eingeschossen hat. Das ist so ein weißer, reicher Rassist, gespielt von Christian Bale, der hier einen der seltenen Bösewichte seiner Karriere gegeben hat. Und der funktioniert gar nicht, der Film. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag weder die Figur Shaft noch ihn als Bösewicht. Und auch der Film an sich ist super unspannend. Weit weniger cool, als er es gerne wäre und funktioniert auf allen Ebenen für mich nicht. Vor ein paar Jahren haben sie es mit Shaft ja nochmal probiert, hat auch nicht funktioniert. Diese Figur ist, glaube ich, so ein Ding gewesen, die gehörte in die 70er und auch nur dahin. Ich erzähl dir jetzt was über dich. Ich mach dich reich. Du siehst die Palmen. Sie erzählen mir, dass alles möglich ist. Das hier ist schon deutlich später in seiner Karriere passiert. Knight of Cups war die zweite Zusammenarbeit mit dem brillanten Regisseur Terrence Malick. Und Terrence Malick, muss man sagen, der ist jemand geworden, der seit Jahren immer denselben Film macht. Leute stehen irgendwo in der Gegend rum und gucken so durchs Nichts. Und in ihrem Kopf bilden sich Gedanken, die wir als Zuschauer dann hören. Und die Bilder sind krass schön und die Menschen sind krass schön. Aber eigentlich passiert absolut gar nichts. Tree of Life, To the Wonder und Knight of Cups sind alle sehr, sehr ähnlich. Und Knight of Cups ist von den dreien der für mich am wenigsten auszusagen hat. Es ist eine absolute Geduldsprobe und irgendwie fühlt sich so an wie First World Problems, der Film, der eigentlich gar nicht wirklich was zu erzählen hat. Christian Bale kann so viel mehr als einfach nur dastehen und ins Nichts gucken. Das war leider für mich gar nichts. Auf den Straßen von L.A. Es ist unsere letzte Chance abzuhängen.
Dann los. Ist Loyalität alles? Das wärst du büßen! Dieser Film hier, Harsh Times, hat eigentlich ausschließlich Erinnerungen an andere, bessere Filme in mir hervorgerufen. Zum Beispiel Training Day oder End of Watch oder Street Kings. Und das hat den Grund, dass der Mann, der ihn gemacht hat, nämlich David Ayer, all diese Filme zu verantworten hat, wenn nicht als Regisseur, dann zumindest als Drehbuchautor. Gefühlt macht David Ayer immer denselben Film. Also zwei Cops sind unterwegs. Der eine ist moralisch komplett verkommen. Der andere versucht noch als moralische Instanz dagegen zu halten. Aber irgendwann geraten sie in so einen Abwärtsstrudel aus Gewalt und Drogen. Und natürlich endet das Ganze nicht so wirklich gut. Harsh Times ist die erste Regiearbeit von David Ayer gewesen. Und da merkt man noch so richtig, konnte er mit seiner eigenen Story noch nichts anfangen. Und ihm fehlt auch noch die Möglichkeit, das richtig gut umzusetzen. Und Christian Bale overactet sich in dem Film wirklich ein Wolf. Das hier ist einer seiner wenigen Filme, in denen ich ihn als Schauspieler nicht richtig ernst nehmen kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Christian Bale immer dann besonders brilliert, wenn er einen Regisseur hat, der das Beste aus ihm rausholt. Und wenn der Regisseur unsicher ist oder nicht wirklich mit ihm umzugehen weiß, dann dreht er auf. Und das funktioniert mit der Figur, die er eigentlich darstellen soll, nicht so wirklich. Harsh Times ist okay, aber ihr werdet die ganze Zeit an jede Menge bessere Filme wie zum Beispiel Training Day denken. Und dann kann man eigentlich auch gleich die gucken, oder? Aber da sind wir schon aus den schlechtesten Filmen raus. Ich finde, Christian Bale hat wirklich ein tolles Gespür für gute Rollen. Selbst die, die ich euch jetzt nenne, sind immer noch im positiven Mittelfeld. Wie zum Beispiel Herrschaft des Feuers. Ist kein besonders guter Film. Es geht um Drachen, die in London alles in Schutt und Asche legen. Und Christian Bale ist die ganze Zeit so traurig, weil die Welt liegt in Schutt und Asche. Den besseren Part hat eigentlich Matthew McConaughey. Aber Christian Bale ist in diesem Film auch nicht wichtig. Wichtig sind die Effekte, sind die Drachen, ist das Spektakel. Und das macht Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist alles völlig hanebüchen. Am Ende springen dann Leute so mit riesigen Lanzen auf Drachen. Und ich war als junger Erwachsener total begeistert. Ich habe den jetzt aber auch schon ein paar Jahre nicht gesehen. Das kann sein, dass der vielleicht ein bisschen schlechter geworden ist. Auch ein Film, den er vor Batman Begins, also seinem großen Durchbruch gemacht hat, der ihm aber viel Aufmerksamkeit besorgt hat, ist Equilibrium. Equilibrium vermischt ganz viele Einflüsse, unter anderem von George Orwells 1984 oder von Fahrenheit 451. Es geht hier um eine Droge, die Gefühle unterdrückt. Und die Geschichte ist ein bisschen cringig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was hier funktioniert, ist die Action. Hier haben sie auf eine ganz spezielle Technik gesetzt, die später auch in John Wick so ein bisschen zum Einsatz kam, nämlich das sogenannte Gun Kata, was so eine Mischung aus Martial Arts und Waffengebrauch ist. Und wie sie das hier verwenden, sieht einfach cool aus. Und Christian Bale war auch hier so diese Standfeste. Ich finde immer, diese Filme könnten sehr viel schlechter sein, wenn der Hauptdarsteller ein bisschen schwächer gewesen wäre. Und mit Christian Bale hat man immer die richtige Wahl getroffen, auch in Equilibrium. Hier ist John Connor. Wenn ihr das hört, gehört ihr zum Widerstand. Das ist hier wahrscheinlich jetzt eher so ein Hot-Take für einige, aber Terminator Salvation, also der vierte Teil der Terminator-Reihe, den viele nicht mögen, der hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen, denn ich mochte den Ansatz dahinter ganz gerne. Ich fand es schön, dass es mal nicht Arnold Schwarzenegger war, der statt auf eine Frau oder einen liquiden Roboter jetzt auf einen Hunderoboter oder was es auch immer hätte sein können, getroffen ist, sondern dass sie den Schritt in die Zukunft gewagt haben. Diese Zeitperiode zeigen, von der immer nur gesprochen wurde in den Terminator-Filmen. Es geht um John Connor, es geht um die Zukunft und es geht um eine neue Form von Terminator. Und ja, das Ende ist absoluter Trash. Ich finde auch, dass Christian Bale hier fehlbesetzt ist, weil er das Ganze viel zu ernst spielt. Denn der Rest von Terminator Salvation ist halt ein Comicfest. Hier passt ganz vieles nicht zusammen und trotzdem, immer wenn ich den gucke, muss ich sagen, der hat was. Das ist so ein Guilty Pleasure für mich, für das ich mich gar nicht mal schämen möchte. Falls ihr von anderen hört, dass ihr Schrott seid und euch da nie so richtig ranwagen wollt, probiert ihn mal aus. Ich finde, der macht irgendwo Spaß. Und dann sind wir schon im wirklich positiven Bereich. Alles, was jetzt kommt, gehört für mich zu seinen besten Filmen. Der erste davon ist ein kleiner Tipp, den viele von euch nicht kennen dürften, nämlich Rescue Dawn. Ist ein Film von Werner Herzog über Dieter Dengler. Dieter Dengler war ein amerikanischer Pilot deutscher Herkunft, der in Vietnam abgeschossen wurde und da lange Zeit in Gefangenschaft war und es dann geschafft hat, zu entkommen aus diesem Lager. Und Rescue Dawn zeigt genau das, wie er gefangen genommen wird, welche Qualen er dort erlebt und aber auch dieser beschwerliche Weg
in die Freiheit. Christian Bale hat sich auch wieder komplett ins Zeug gelegt. Der hat sich heruntergehungert für diesen Film. Er ist in dieser Szene hier tatsächlich Maden. Er hat seine Stunts selber erledigt und spielt sich wieder die Seele aus dem Leib. Das ist ein packender Film, der in der Mitte so ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass die Darsteller zu sehr an ihren Charakteren vorbeispielen und das Ganze fast so ein bisschen leichtfüßig inszeniert ist. Aber insgesamt ist Rescue Dawn ein Kriegsfilm, den man gesehen haben muss, weil er an die Nieren geht. Jetzt kommt wahrscheinlich einer der wichtigsten Filme in der ganzen Vita von Christian Bale, denn in Der Maschinist hat er zum ersten Mal gezeigt, was er bereit ist zu leisten, wenn er einen Film macht. Nämlich sich in diesem Fall so sehr runterhungern, dass er als Mensch fast schon nicht mehr zu erkennen ist. In Der Maschinist spielt er jemanden, der sich fast zu Tode hungert, weil er von Visionen und einem schrecklichen Trauma verfolgt wird. Und was der Mann hier abliefert, ist absolut irre. Dass er für Der Maschinist nicht Oscar nominiert wurde, ist mir nicht erklärlich. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er erst massiv Kilos abgenommen hat und sein nächster Film direkt Batman Begins war, in dem er ja wieder ordentlich bepackt sein musste. Das ist wirklich irre, was dieser Mann leistet. Der tut seinem Körper nicht viel Gutes an, aber für die Kunst leidet er. Und ich finde, in Der Maschinist merkt man, warum. Denn ohne sein Schauspiel wäre dieser Film nicht mehr annähernd so gut. Hey, Paul! Damit ist er zum ersten Mal so richtig auf der Landkarte erschienen. American Psycho ist seine große Sternstunde gewesen. Man muss ganz ehrlich sagen, das Buch und auch der Film sind ehrlich gesagt eine Anhäufung von Nichtigkeiten und Charakteren, die sich diesen Nichtigkeiten ergeben. Klar, es geht viel um Konsum und wie unsere Gesellschaft heute ist, aber tatsächlich geht es eigentlich um den Charakter Patrick Bateman und der wird kongenial von Christian Bale dargestellt. Und ich finde, so gut wie hier spielt er ganz, ganz selten die Nuancen, die sich in seinem Gesicht manchmal abspielen, wo Ärger und Freude und Wahnsinn zusammenkommen. Vor allem die Szene, in der Reese Witherspoon verlässt und einen der besten Sätze aller Zeiten sagt. Das muss man gesehen haben, um es zu glauben. American Psycho ist daher natürlich eine absolute Empfehlung, auch wenn eigentlich nicht wirklich viel passiert. Aber das reicht in diesem Fall und hat dazu geführt, dass er später als Batman engagiert wurde. Oh Gott, ich hasse mich. Okay, ich werde gehen. Ich habe die Situation beurteilt und entschieden zu gehen. Aber wohin? Ich muss ein paar Videofilme zurückgeben. Wir kommen zum ersten Vier-Sterne-Film und das ist skurrilerweise eine andere Arbeit, die er mit Terrence Malick zusammen gemacht hat, nämlich The New World. The New World basiert auf der Pocahontas-Legende. Das hier spielt also zu der Zeit, als der noch unbenannte amerikanische Kontinent besiedelt wird und die dortigen Ureinwohner immer weiter verdrängt werden. Und da entspinnt sich eine Liebesgeschichte zwischen Colin Farrells Charakter und einer Ureinwohnerin und Christian Bale ist auch noch dabei. Und hier funktioniert dieses Traumwanderische von Terrence Malick noch ziemlich gut, weil nebenbei noch eine echte Geschichte erzählt wird, die tatsächlich packend ist. Es ist ganz skurril, denn Christian Bale hat als kleiner junger Mann im Pocahontas-Disney-Film auch schon mal eine Sprechrolle gehabt, sodass er in zwei Pocahontas-Filmen quasi mitgewirkt hat. Look out there. Out there is the perfect land. You see it? I think so. Das ist ja noch ganz frisch, nämlich Ford vs. Ferrari oder wie hier in Deutschland hieß, Le Mans 66. Er spielt den Rennfahrer Ken Miles, der die damals relativ schwachen Rennautos von Ford zur absoluten Weltspitze führt. Es ist ein Film, der tragisch ist, der trotzdem aber wahnsinnig lebensbejahend ist, einer, der Spaß macht und einer, der selbst mich als Rennsportmuffel total gepackt hat. Es ist eine von Christian Bales stärksten Leistungen, wie ich finde, die nur noch von seinem großen Oscar-Gewinn überholt wurde. Das ist mein kleiner Bruder. Könntest du mir mal helfen? Das hat ja alles von mir. Ist ja wohl klar, wie dieser Kampf endet. Das war's dann. Bam! Ich trainiere ihn immer noch. Und da sind wir jetzt. The Fighter. Für den Film, für den er den Oscar gewonnen hat, als Dickie Eklund, ein Boxer bzw. Ex-Boxer, der mit Mark Wahlberg zusammen trainiert. Und wie gut Christian Bale in diesem Film spielt, wird man, glaube ich, erst dann bewerten können, wenn man den echten Dickie Eklund mal gesehen hat. Christian Bale hat sich wirklich sämtliche Manierismen abgeguckt, selbst der Sprachduktus und die Art und Weise, wie er seine Sätze intoniert, sind wirklich fast 1:1 gleich. Da ist er als Schauspieler wirklich völlig verschwunden in dieser Figur und hat hier völlig zu Recht den Oscar gewonnen.
The Fighter ist darüber hinaus ein typisches Sportlerdrama, aber eines, das gerade durch seine Leistung so sehr eleviert wird, dass es vollkommen egal ist, dass hier natürlich wieder die übliche Geschichte vom Nobody zum Somebody erzählt wird und das funktioniert. Mit James Mangold, der Regisseur, der mit ihm zusammen auch Ford vs. Ferrari gemacht, hatte er vorher Todeszug nach Yuma gemacht. Und das ist ein Film, in dem er auch wieder eher so die zweite Geige spielt. Russell Crowe spielt einen berüchtigten Revolverhelden, der überführt werden soll zu einem Zug, der ihn dann ins Gefängnis bringt. Und Christian Bale, der nimmt diese Aufgabe an. Und auf dieser Reise kommen sich der Bösewicht und der Held nun näher. Und es entspinnt sich eine ganz fantastische Dynamik, was natürlich damit zusammenhängt, dass hier zwei absolute Top-Schauspieler am Werk sind. Schon allein deswegen muss man diesen Film sehen. Aber er ist auch als Western wirklich erstklassig. Wie ich finde, sogar einer der besten Western, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Deswegen Todeszug nach Yuma müsst ihr auch unbedingt gesehen haben. Ich weiß, das sage ich hier häufiger, aber Christian Bale hat wirklich irre viele gute Filme gemacht. Mein Name ist Agent DiMasso und ich habe hier einen Koffer mit $75.000 für Bürgermeister Carmine Polito. Wir werden unsere Sache gut machen, nicht wahr? Wir werden das Licht finden! So, und jetzt sind wir schon ganz oben in dem Bereich, wo es schon sehr eng wird. Alles, was jetzt kommt, gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen von ihm und eigentlich schon zu meinen Lieblingsfilmen an sich. Der erste Film, den ich nennen möchte, ist American Hustle. Ein Film, in dem Christian Bale in so einem riesigen Ensemble mitspielt und trotzdem ist er für mich derjenige, der raussticht. Ich finde, das ist die Rolle, wo er regelrecht verschwindet. Er hat so kleine Manierismen wie dieses Anheben der Brille, dass er sich immer so über den Bauch reibt. Das sind so diese kleinen Details, die man beim Schauspiel oft übersieht, aber die diese Rolle dann wirklich fühlbar machen. American Hustle ist darüber hinaus ein fantastischer Film. Ich liebe den über alles. Bale spielt zusammen mit Amy Adams so ein Pärchen, die so in kleine Gangstereien verwickelt sind. Guckt euch den an, der ist fantastisch. Ich möchte da gar nicht zu viel verraten. Ein absoluter Feel-Good-Gangsterfilm, den man gesehen haben muss. What do you believe in? I believe whatever doesn't kill you simply makes you a stranger. Ihr werdet euch vielleicht gefragt haben, wann redete er denn jetzt eigentlich über Batman? Er hat ihn immer wieder erwähnt, denn ja, Batman Begins, das war der große Kickstart für den Rest von Christian Bales Karriere. Er wurde danach ernst genommen und hat dann auch sich die Rollen aussuchen dürfen, die er haben wollte. Ich muss aber sagen, ich mag Batman Begins nicht und ich mag auch den dritten Teil, Dark Knight Returns, gar nicht. Was an unterschiedlichsten Dingen liegt, da können wir vielleicht mal in einem anderen Video, wenn wir über die Batman-Reihe reden, drüber sprechen. Aber an dieser Stelle möchte ich stattdessen die Zeit lieber nutzen, um einen Film besonders hervorzuheben, nämlich The Dark Knight. Denn ausgerechnet der zweite Teil dieser Trilogie ist einer der stärksten Comicfilme überhaupt, wenn nicht vielleicht sogar der stärkste. Aber nicht wegen Christian Bale. Ich mag Christian Bale als Batman leider nicht. Ich finde dieses "Ich bin Batman" finde ich ganz komisch. Es tut mir total leid. Ich kann damit mit seiner Art und Weise, wie er den spielt, nicht wirklich viel anfangen. Für mich wird dieser Film vom Joker gerettet. Heath Ledger spielt hier einen der wichtigsten und besten Bösewichte aller Zeiten. Und auch die Story funktioniert hier für mich nochmal mehr, weil diese Vermählung von der eigentlich von dieser Comic-Legende mit der realen Welt und mit so einer Geschichte, die am ehesten so an Gangsterdramen wie Heat erinnert, das hat für mich hier am besten funktioniert in der gesamten Reihe. The Dark Knight ist ein Meisterwerk der Kinogeschichte und des Comicfilms und dabei belassen wir es an dieser Stelle am besten mal. Und damit zu meiner Nummer 1 und meiner Ansicht nach dem besten Film von Christian Bale. Und das Skurrile ist, dass wir für diesen Film ganz an den Anfang seiner Karriere zurück müssen, nämlich ins Jahr 1987. Da war der kleine Christian Bale gerade 13 Jahre alt und wurde von Steven Spielberg entdeckt für seinen Film Das Reich der Sonne. Das Reich der Sonne spielt im Zweiten Krieg zwischen Japan und China und zwar in der Zeit, als Japan gerade Shanghai angreift. Und Christian Bale spielt einen Jungen einer britischen Familie, der genau da hineingezogen wird. Er verliebt sich in die Fliegerei, in die Flieger am Himmel und wird durch die Wirrungen des Krieges aber zu einem Waisenkind. Und wie er sich da durchschlägt, durch diese Welt und trotzdem seine Liebe für die Fliegerei und für das Leben beibehält, ist für mich einer von Steven Spielbergs besten Filmen, der leider damals an der Kinokasse katastrophal gefloppt ist. Aber damals hat man schon gesehen, was Christian Bale kann. Der war als 13-Jähriger schon besser als manche 40-Jährigen und hat da den Grundstein gelegt für eine großartige Karriere. Das Reich der Sonne ist als Film super, aber vor allen Dingen als Schaukasten dafür, was dieser kleine Mann
der heute so ein großer Mann ist, geleistet hat. Das hier ist mein Rückblick gewesen aus ein paar seiner wichtigsten von fast 50 Filmen, die ich hier gar nicht hätte alle aufzählen können. Falls ihr vielleicht einen dabei habt, den ich übersehen habe. Ich finde zum Beispiel die Filme, die er mit Scott Cooper gemacht hat, wie Out of the Furnace oder Hostiles, finde ich auch noch stark, aber ich konnte hier nicht alles erwähnen. Deswegen, falls ihr also noch ein paar Tipps für die anderen Zuschauer habt, gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich dann in den nächsten Tagen mit dem versprochenen Fantasy-Video. Ich weiß, ich habe es so oft erklärt, aber Christian Bale geht vor.